Du hast Russen-Mafiosi getroffen, weil du wolltest, glaube ich, einen Film machen über die Russen-Mafia? Ja, ich war in Moskau, habe ich sie getroffen und es war auch sehr, sehr spannend, aber ich habe das Buch dann umgeändert. Das wollte ich einbauen, ja, Liebe deine Nächste wollte ich das einbauen. Man gibt aber doch nicht bei Google Russen-Mafia ein und dann hat man gleich Kontakte. Wie es ging über einen Schauspieler, die sponsern ja die Mafiosis auch für ihre Heimat. Dann sponsern sie mal $400.000 an Tschechow. Und dann gibt es den Schauspieler, den ich gecastet habe und dann hat er den Kontakt hergestellt. Das fand ich sehr beeindruckend, weil erst waren da, glaube ich, nur er und zwei andere. Und ich wollte einladen und daher waren da 25, 30 Mann am Tisch mit Frauen. Es ging hoch her und der Abend hat, ich weiß nicht, ein paar tausend Dollar, 4.000 oder so. Ich hatte aber nur 2.000 mit. Mhm. Und dann haben wir uns so geeinigt, dass ich die dann in Deutschland einlade. Ist denn das geschehen? Noch nicht. Nein, aber es war sehr informativ. Und, inwiefern denn informativ? Also haben die dich denn als ihresgleichen anerkannt? Na, jeder Berufsstand ist eitel. Und die Mafiosis insbesondere, die ernähren sich ja auch von den, also die gucken ja Pate und bewegen sich wie im Pate. Das ist ja tatsächlich so. Und die Mafiosis an sich sind sehr eitel und sehr neugierig. Scorsese hat die andauernd da drin. Und das fanden die super. Das ist ein deutscher Regisseur, der sich interessierte für ihre Kiste. Und ich habe jetzt auch mit meinem Autor zusammen versucht, weiter daran zu arbeiten. Der sagte, film bitte mein Leben so, wie es war mal in Amerika. Und du hast hier 40 Millionen. Das geht dann schon, sowas. Mhm. Aber ich habe das dann nicht so durchgezogen. Warum denn nicht? Was hält dich da an? Ist das dann moralische Belegung? Nein, das ist moralisch bin ich schon, aber dann wieder gar nicht. Also ich habe da ein seltsames System. Also komplett moralisch bin ich überhaupt nicht, weil es nicht geht. Du kommst nicht einen Punkt näher, weil du da immer durch deine eigene Moral geblockt bist. Und dann bin ich doch wieder moralisch. Da wäre ich nicht moralisch gewesen, weil das ein Fakt war. Und das ist ja auch ein Fakt, dass immer noch sehr stark mafiöse Strukturen im Osten auch, je weiter man im Osten ist, vorhanden sind.